Dr. Mark Gabriel, Dr. Mark Gabriel, zuerst möchte ich dich den Zuschauern vorstellen. Du bist Schriftsteller. Das erste Buch von dir, das ich gelesen habe, war mit dem Titel Gegen die Strömung. Noch ein Buch von dir, Islam und Terrorismus. Die meisten Bücher von dir sind in englischer Sprache erschienen. Ja, das stimmt. Die meisten sind in Englisch verfasst. Das Buch Islam und Terrorismus erschien im Jahre 2002 nach dem Anschlag vom 11. September. Hier noch das Buch Jesus und Mohammed, ebenso der Islam und die Juden. Ist das dein letztes Buch? Nein, bestimmt nicht. Das ist das Buch Nummer 3. Es wurde geschrieben und veröffentlicht auf Englisch in den Vereinigten Staaten. Mark, das ist nicht dein richtiger Name. Natürlich nicht. Nachdem ich mein Leben Jesus anvertraute, übernahm ich diesen Namen bei meiner Taufe in einer christlichen Gemeinde in Johannesburg in Südafrika. Zuerst, wer ist Mark Gabriel? Kannst du mir von deinem Leben erzählen, als du doch Moslem warst? Meine Kindheit war rein islamisch geprägt. Ich hatte 6 Brüder und eine Schwester. Meine Familie beschloss, mich dem Islam und Allah zu widmen. Ich erinnere mich noch gut, als ich noch 5 Jahre alt war, da fing mein Onkel an, einer der Al-Azhar-Gelehrten, mir zu helfen, den Koran auswendig zu lernen. Im Alter von 12 Jahren hatte ich den kompletten Koran auswendig gelernt. Mit 6 Jahren besuchte ich die Koranschule, dann die Al-Azhar-Grundschule, dann die Al-Azhar-Sekundärschule, dann Al-Azhar-Institut und letztlich gelangte ich in die Al-Azhar-Universität in Kairo. Abteilung arabische Sprache, wo ich mich auf islamische Geschichte und islamische Kultur spezialisierte. Ein reges Leben. Du warst auch Dozent an Al-Azhar-Universität. Ja, nachdem ich meinen Magistrat beendete, wurde ich als Assistenzlehrer. Und nach meiner Doktorarbeit als Dozent für islamische Geschichte und Kultur eingestellt. Wie war es bei dir als frommer muslimischer Al-Azhar-Gelehrter? Wie lange hast du an Al-Azhar-Universität gelehrt? Ja, 6 Jahre lang, wobei der Al-Azhar mich an verschiedene arabisch-islamische Universitäten im Nahen Osten ausgeliehen hatte. Aber wie fing es mit der Wende in deinem Leben als Al-Azhar-Gelehrter an? Wann hast du angefangen, dich für das Christentum zu interessieren? Als ich angefangen habe, vor meinen Studenten einiges in Frage zu stellen, bemerkte die Leitung der Universität, dass etwas Widersprüchliches im Gange ist und dass sich unter den Studenten Diskussionen über meine Gesinnung und Denkweise entfachten. Verzeihung für die Unterbrechung. Wie sind diese Fragen bzw. Gedanken erstmal in deinem Bewusstsein entstanden, bevor sie vor deinen Studenten offenbart wurden? Ja, durch das Studium der islamischen Geschichte und Kultur, insbesondere durch das gründliche Studium der Biografie Mohammeds, der Ära der Kalifen und des islamischen Staates in der Zeit der Umayyaden-Dynastie. Ich habe gespürt, wie mein Herz unter den Widersprüchen im Koran, in den Hadithen und den geschichtlichen Ereignissen der Lebensgefährten und Nachfolger Mohammeds richtig gelitten hat. Auf der Universität habe ich ständig mein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Oh, ich wünschte, hätte ich doch keine islamische Geschichte studiert. Oh, wäre ich in die Fakultät für Islamwissenschaft oder islamische Theologie oder auch in die Fakultät für Handel gegangen,
anstatt islamische Geschichte und Kultur zu studieren, weil du schockiert warst? Ja, ich war schockiert von den Ereignissen in der islamischen Geschichte. Da fand ich keine Spur von Barmherzigkeit, Treue oder Ehrlichkeit. Eine blutrünstige Geschichte. Was geschah, nachdem du vieles in Frage gestellt hast? Wie war deine erste Begegnung mit dem Evangelium und mit Christus? Die vielen Fragen gaben mir die Gelegenheit, den Koran, den Islam und die islamische Geschichte neutral zu studieren. Nicht aus der Sicht eines Muslims, der alles blind glaubt. O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt würden, euch unangenehm wären. Nein, ich war entschlossen zu fragen und zu forschen. Das tat ich auch. Und kam zu einem Ergebnis, wo ich meinen Glauben an den Koran als die göttliche Offenbarung verlor. Ebenso verlor ich meinen Glauben an Mohammed als ein höchstes Vorbild, als würdiger Träger der göttlichen Offenbarung und Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Sein Lebenswandel war dessen nicht würdig. Sein Lebenslauf an sich lieferte mir keinen Anlass, ein stolzer Muslim zu sein. Lass uns einen weiteren Anruf annehmen. Dein Name bitte? Said Saleh aus Algerien. Willkommen, bitteschön. Ist die Geschichte der Umayyaden-Dynastie die Quelle für den Islam? Sind alle Trugschlüsse Muawiya Quellen, um den Islam zu beurteilen? Darf ich anhand der Inquisitionen aus dem Mittelalter das Christentum für eine falsche Religion verurteilen? Wie können wir den Islam nach dem politischen Werdegang von Muawiya und Yazid beurteilen? Ich kann den Islam oder das Christentum nur durch ihre heiligen Schriften beurteilen. Ich bitte dich, die Koransure At-Tauba Al-Anfal zu lesen. Lies bitte alle Stellen, die vom Dschihad auf dem Wege Allahs reden. Rückt aus, leicht und schwer. Ich möchte dich mit aller Liebe herausfordern, eine einzige Aussage Jesu im Evangelium vorzubringen, wo er seine Jünger auffordert, den Dschihad zu propagieren und für ihn zu kämpfen. Und wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet. Hier liegt das Problem. Nicht bei Muawiyah und Yazid, im Koran. Im Koran liegt es. Also das Problem liegt in der Textquelle.